Yes, Liam, ich bin Kilian, wir machen die Rede zusammen. Wir sind beide Soziologie-Studierende an der LMU München und Teil von Waffen der Kritik, der marxistischen Hochschulgruppe von Klasse gegen Klasse. Wir sind auch GEW-Mitglieder und genau dort schon länger gewerkschaftlich aktiv. Ich würde erstmal den ersten Teil macht Liam. Genau, wir sind jetzt schon auch länger beim Soli-Komitee aktiv, haben es auch von Anfang an mit unterstützt, waren auch mit mehreren Kolleginnen aus Neuperlach bei den unterschiedlichen Aktivitäten der Parteien, wo wir auch mit Druck ausgeübt haben, damit sie, ja, natürlich nicht von sich heraus, aber dann als Reaktion auf den Widerstand eben diese gewissen Zugeständnisse, die noch nicht erfüllt sind, genau, gemeinsam durchsetzen konnten. Aber ich wollte eins vorweg sagen, und zwar die Repression von Seiten der Geschäftsführung gegen Leonie kommt von denselben Interessen wie die Repression gegen die letzte Generation, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Denn die Justiz, die Polizei und vor allem politisch auch die Landesregierung der CSU und Freien Wähler, die jetzt gerade super viel Wahlkampf machen, haben dies durchgeführt. Aber welche Interessen sind das? Das sind die kapitalistischen Profitinteressen, wegen denen 30 Aktivistinnen in Präventivhaft sitzen, weil sie gegen die JA protestiert haben, wo wir selber auch dabei waren. Und das sind dieselben Profitinteressen, die im Gesundheitswesen auf Kosten der Gesundheit von Menschen gehen. Alle KritikerInnen dieser Verhältnisse sollen bestraft und isoliert werden. An ihnen versucht man, wie schon gesagt wurde, ein Exempel zu statuieren, um jedwede Unzufriedenheit, aber besonders alle Handlungen zu unterbinden. Während der Oberbürgermeister Dieter Reiter, der vorhin schon genannt wurde und der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Münchenklinik ist, die Polizei lobte und sagte, sie hätte mit viel Einfühlungsvermögen agiert und deeskaliert, wurden nicht nur Dutzende Aktivistinnen eben in den Knast gesteckt, nein, auf der anderen Seite der brummenden Luxuskarren, für die die Stadt und die Landesregierung den roten Teppich ausgelegt haben, wurde einem Aktivisten von den Knüppeln der Polizei das rechte Ohr zerfetzt und das musste später im Krankenhaus genäht worden, wie die Taz berichtete. Das ist ein Skandal, dass wir hier nicht frei demonstrieren können, sondern sogar solche Mittel der Repression gegen Aktivistinnen eingesetzt werden. Und wir stehen heute hier. Genau, wir stehen heute hier in Solidarität mit Leonie, die eben unsere Genossin ist und die als Hebamme an der Münchenklinik arbeitet und sich mit ihrem Team eingesetzt hat dafür, genau, die absolute Zerstörung der Geburtshilfe im Osten dieser Stadt zu stoppen. So. Aber genau, also wie konnte es dazu kommen? So, die Ursache liegt hierfür, und das wurde schon gesagt, dass die Sparpolitik der Bundesregierung, der bayerischen Staatsregierung und der grün-roten Stadtregierung, die sich weigern, genug Geld für Gesundheit auszugeben und lieber Krankenhäuser und Geburtsstationen schließen. Aber währenddessen, das hat Leonie auch schon gesagt, und deshalb waren wir auch letzte Woche auf der Straße, scheffeln die Großkonzerne Milliardengewinne. BMW allein hat letztes Jahr, das muss man immer wieder sagen, einen Rekordgewinn von 23,5 Milliarden Euro gemacht. Das ist fast das Dreifache von dem, was der Münchner Stadthaus, München als Stadt sozusagen im Haushalt hat. Und ein Drittel davon wird einfach an Aktionäre ausgeschüttet. Und davon vor allem an die Familie Quandt, die eh schon Milliarden Vermögen hat und damit nur Geld ansammeln, während gleichzeitig in diesen essentiellen Sektoren, die für uns alle notwendig sind, gespart wird. Das ist eine Unverschämtheit. Genau. Und die Prioritäten wieder. Es wird gespart und gleichzeitig haben wir hier in München gesehen, nicht nur wie diese Konzerne ihre Milliardengewinne zeigen, mit welchen E-Autos sie was auch immer bauen wollen. Olaf Scholz sagte selber auch, dass das größte Ziel irgendwie 15 Millionen neue E-Autos zu bauen sind. Und was machen sie dafür? Sie plündern die Ressourcen von Ländern wie Chile, Bolivien, Argentinien und vielen weiteren aus. Und dort selber machen sie die Gesundheit kaputt. Dort selber zerstören sie die Zukunft der Kinder dieser Länder. Das ist die Realität. Darin setzen sie Prioritäten. Und deshalb ist für uns der Kampf um das Klima und der Kampf um die Gesundheitsversorgung aufs Engste miteinander verbunden. Es ist ein Kampf gegen die Profitinteressen des Kapitals. Direkt unmittelbar wäre es möglich, mit einer Sondersteuer auf die Gewinne der München-Konzerne und der Vermögenden die Unterfinanzierung von Gesundheit, Bildung, Sozialem und Verkehr in der Stadt auf einen Schlag zu beenden.
Aber wir wollen und können dabei nicht stehen bleiben. Der einzige Weg, ein Gesundheitssystem im Dienste der Patientinnen und nicht im Dienste der Profite zu erreichen, ist derselbe Weg wie der, einen tatsächlich ökologisch und sozialen Umbau der Wirtschaft zu erreichen, indem wir den kapitalistischen Profit angreifen, die Großkonzerne unter Kontrolle von Arbeiterinnen, Patientinnen und Nutzerinnen enteignen. Man sagt uns, das sei unrealistisch. Aber unrealistisch ist es, von den herrschenden Parteien irgendetwas anderes als Politik im Sinne der Konzerne zu erwarten. Die bevorstehenden Landtagswahlen zeigen das deutlich. CSU und Freie Wähler sind nicht nur an Kürzungen interessiert. Der ganze Fall Aiwanger zeigt auch, Leonie hat es schon betont, dass rechtsextreme Äußerungen selbst an der Regierung kein Problem sind. Und dann wundern sie sich, dass die AfD stärker wird. Das alles sind Parteien, die die Rechte von Frauen, Arbeiterinnen, Jugendlichen und Migrantinnen angreifen. Aber auch SPD, Grüne, FDP können wir nicht wählen. Sie zeigen im Bund, für welche Politik sie stehen. Kürzungen, Kürzungen, Kürzungen. Verschleiert durch ein paar angeblich progressive Gesetze werden sie tagtäglich die Agenda der Rechten hinterherlaufen. Und gerade mit Blick auf das Gesundheitssystem muss man sagen, auch kein Vertrauen in die Linkspartei, die in Berlin und Bremen die Privatisierung und das Outsourcing von Krankenhäusern mitgetragen hat, ebenso Abschiebungen durchgeführt hat, Zwangsräumen und so weiter in allen Landesregierungen. Auf Grundlage so einer Politik gewinnt die extreme Rechte an Boden. Deshalb ist für uns klar, den Aufstieg der Rechten bekämpfen wir nur mit Organisierung. Gegen die Rechten, gegen die Regierung, gegen das Kapital. Unabhängig von den bürokratischen Führungen in den Gewerkschaften, die unsere Kämpfe immer wieder auseinanderdividieren und bremsen. Genau dafür steht das geburtshilfliche Team in Neuperlach und unsere Genossin Leonie hier ganz vorne. Sich nicht dem Schicksal der Pläne der Bosse und der Regierung zu ergeben, sondern unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Wir stehen heute hier an der Seite von Leonie und standen in den letzten Wochen und Monaten an den Seiten der Kolleginnen der Neuperlacher Geburtshilfe, dem Flughafen, der Straßenreinigung und anderen Sektoren während der TVED-Runde. Wir sind der Überzeugung, dass wir als Studierende eine Gesellschaft ohne die Ausbeutung unseres Planeten, die Arbeiterinnen und des Klimakollaps nur an Seite der Beschäftigten erkämpfen können. Doch auch wir als Studierende, die an den Unis arbeiten und uns organisieren, kämpfen gerade für einen Tarifvertrag im Rahmen der TV-Stutt-Kampagne. Und eben in diesem, unseren Kampf, wollen wir all diese politischen Fragen aufwerfen, in gemeinsamen Streiks mit unseren Dozierenden und anderen Beschäftigten des TVL diesen Herbst. Für uns heißt die Einheit von Studierenden und Beschäftigten, dass wir nicht an den Spaltungen grenzen, die uns die wenigen besitzen, aufzwingen, stehen bleiben. Der Kampf um die Einheit heißt, dass wir uns gegen das Ausbaden der Krisen auf unseren Schultern und der Stärkung der AfD und Co. entgegenstellen, für eine revolutionäre Organisation der Arbeiterinnen streiten, die all den Schlägen, die unsere Bosse uns passen wollen, die Verteidigung entgegenstellt, wie wir es hier heute machen, aber auch klar und offensiv sagt, dass wir ihr System beseitigen werden. Genau, für diese Perspektive wollen wir natürlich auch alle einladen, sich an dem Aufbau einer solchen Kraft zu beteiligen und natürlich, wie es vorherige RednerInnen schon gesagt haben, sich am Soli-Komitee auch zu beteiligen. Danke.